Herzlich willkommen beim Dr. Weiger Tutorial Laborglasaufbereitung. Heute geht es um die richtige Entfernung von Etiketten auf Laborutensilien. Sie kennen das sicher auch. Die Laborgläser kommen frisch aus dem RDG, aber leider kleben noch Etikettenreste am Glas und in der Maschine. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das vermeiden können. Es gibt diverse Etikettenpapiere und Kleber, die sich unterschiedlich gut entfernen lassen. Die Auswahl der Etiketten richtet sich nach den jeweiligen Versuchsbedingungen vor Ort. Dies führt wiederum zu unterschiedlichen Aufbereitungsprozessen. Zum Beispiel erfordert das Arbeiten bei tiefen Temperaturen den Einsatz von sehr kältestabilen Etiketten mit besonders guten Haftungseigenschaften. Wichtig ist generell, dass die Etiketten bei den vorgesehenen Routinearbeiten auf dem Laborglas verbleiben und sich nicht vorzeitig ablösen. Aber besonders gut haftende Etiketten lassen sich hinterher auch schwerer rückstandsfrei entfernen. Allerdings lassen sich viele Etiketten bei der maschinellen Reinigung entfernen, wodurch eine aufwendige manuelle Reinigung entfällt. Folgende Dinge sind dabei zu beachten. Erstens, die Temperatur sollte so gewählt werden, dass die Ablösung unterstützt wird, also mindestens 70 Grad. Zweitens, die Wahl der Prozesschemikalie. Ein Reiniger mit Tensiden begünstigt die Ablösung. Dr. Weigert empfiehlt die Verwendung von Neodischer Laboclean FM. Die Etiketten werden durch die Prozesschemikalie nicht aufgelöst, sondern nur abgelöst. Dies führt dazu, dass sie sich im Maschineninneren, zum Beispiel im Sieb, ablagern. Die Entfernung sämtlicher Etikettenreste sollte also vor dem Abkühlen der Maschine erfolgen. So vermeiden Sie hartnäckige Verklebungen. Und hier sehen Sie rückstandsfrei gereinigte Laborgläser. Für die Auswahl der speziellen Prozesschemikalien und der entsprechenden Programmparameter sprechen Sie bitte Ihren Neodischer Fachberater an. Bei Bedarf entwickelt Ihnen die Neodische Anwendungstechnik individuelle Lösungen für Ihre speziellen Anforderungen. Dr. Weigert, Hygiene mit System.